Es geht wieder los. So, wir sind mit dabei. Wir spielen heute weiter Zelda Breath of the Wild. Also wie gesagt, bevor wir jetzt hier irgendwo hinlaufen, hole ich mir erstmal noch mein Herz ab, ne? Das heißt, wir machen mal ganz kurz Schnellreise. Und zwar, wo war denn dieses coole Dorf, wo man das einlösen konnte? Ich glaube, in Kakariko. Ich glaube, das war hier, ne? So. Digga, diese Steuerung. Ich habe jetzt letztens, neulich habe ich mit Gamepad gespielt, mit Xbox Gamepad. Und, jetzt komm doch mal. Jetzt nimm doch mal diesen... Warum geht das denn nicht? Gibt's da gar keine Schnellreise? Oh nein. Ah, deswegen. Okay, alles klar. Dann teleportieren wir uns zum Schrein. Erster Schrein. So, ich bin jetzt erstmal, die ersten zwei Reihen Videospiele durchgeliked. Nein, Epsa, das darf man natürlich auch nicht machen, ne? Das geht natürlich nicht. Ihr müsst euch die Videos schon angucken. Sonst ist das ganz schlecht für diesen Algorithmus. Aber jetzt lassen wir mal das YouTube-Thema beiseite. Es geht heute darum, hier Zelda weiterzuspielen. Und ich habe auch richtig, richtig Bock drauf. Wir haben bestimmt schon eine Woche nicht mehr gespielt, ne? Es ist schon wieder richtig lange her, dass wir zuletzt gespielt haben hier. Also, so. Hier vorne. Und zwar ist hier ja bei diesem kleinen Wasserfall, bei diesem Bachlauf. Oh, das Huhn sieht aber verdächtig aus. Oh nein! Oh nein! Bin ich tot? Ist doch gerade ein Ei runtergefallen. Oh, das sah so... Also das Huhn sah sehr verdächtig aus. Das hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Ah, verdammt. Das war bestimmt wieder so ein geheimes Spezialhuhn, oder? Hallo Sarah, grüß dich. Warte mal, mit dem reden wir nicht. Hier, da wollte ich hin. Hier wollte ich hin. Mikey, grüß dich, hallo. Wir beten mal. Ich glaube, wir müssen vier haben. So. Okay. So, was wollen wir denn holen? Wollen wir Ausdauer holen oder Herzen, Leute? Ihr entscheidet im Chat. Stimmt mal ab, bitte. Oder, pass mal auf, wir machen so. Alle, die für Herzen sind, schreiben eine 1 in den Chat. Wir haben aktuell 5 Herzen und noch keine Ausdauer geupgradet. Alle, die für Ausdauer sind... Schreibt mal eine 2 in den Chat. Los geht's. Ich bin mal sehr gespannt. Und Stefan, wo muss ich denn als erstes hin überhaupt, wenn ich nicht zu diesem Schrein muss? Oh, die meisten sagen Ausdauer tatsächlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Oh, 2. Also Ausdauer soll ich wirklich nehmen? Ich weiß nicht, ob mich das weiterbringt, aber wir nehmen jetzt Ausdauer, Leute. Unsere erste Ausdauer. Es geht los. So sei es. Das habe ich noch nie gesehen, ne? Das, so sieht Ausdauer aus. Ah, okay, okay, okay. Ich hoffe, ich habe viel Ausdauer bekommen. Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfungen besteht. Er erhöht die maximale Ausdauer. Ausdauercontainer. Ach, guck mal einen an. Jetzt haben wir quasi nicht nur den Kreis, sondern wir haben auch ein Viertel Ausdauer dazu bekommen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Hier ist wieder der Sohn. Ach, ich kann das nur... Lol, ich kann das nur rumtragen, alles klar. Naja, gut, dann kann ich das ins Feuer werfen? Nee. Das geht leider nicht. Wahrscheinlich geht es, ne? Aber ich habe leider nicht getroffen. So, hier haben wir noch einen alten Jagdbogen. Hallo Metal Car, grüß dich. Sorry, muss aktuell mal wieder eine Kuh vom Eis holen. Bin daher leider halb im Lurk. Ach Mensch, ich kann überall hin. Ich weiß, ich weiß. So, Freunde, jetzt machen wir uns mal einen Schlachtplan, ne? Jetzt machen wir uns mal einen Schlachtplan für den heutigen Tag. Fotos sollten wir ja, glaube ich, auch noch machen. Müssen wir mal gucken. Also, was sagt denn unser Tagebuch? Wir haben besiege Ganon, ne? Das können wir vergessen. Viel zu schwer. Wahrscheinlich ist deswegen auch dieses rote Ausrufungszeichen da dran. Impa. Viel zu schwer. Darum ist wahrscheinlich auch gerade dieses rote Ausrufungszeichen da dran. Erinnerungsfotos. Weiß ich nicht, warum da jetzt ein rotes Ausrufezeichen dran ist. Dann haben wir das gegrünte Tier. Oh, nee. Oh, nicht schon wieder dieser Hirsch. Den machen wir jetzt nicht. Den haben wir beim letzten Mal stundenlang versucht. Lass die in Ruhe gehen. Sonst zu Phoenix und sind aggro. Das habe ich nicht verstanden, Little Hope. Hallo, Banane. Grüß dich. Herzlich willkommen. Wir machen Schreine. Heute machen wir Schreine. Wir haben ja auch relativ viele Schreine entdeckt, ne? So, der hier wäre aufgedeckt, ist aber zu schwer. Das ist ein Kampfschrein, den haben wir beim letzten Mal leider nicht geschafft. Den brauchen wir heute, glaube ich, nicht versuchen. Hateno-Institut waren wir schon. Ich glaube, wir werden jetzt mal hier so in Richtung Norden expandieren, ne? Mal so dieses Gebiet aufdecken. Hier gibt es auch noch einen Schrein, Rukumar-Schrein. Die 5 Flammen. Ach, da waren wir auch schon, genau. Pass mal auf, ich teleportiere mich mal...
Nee, ich teleportiere mich da nicht hin. Der war voll kacke, der Schrein. Hirohira-Schrein. Wir laufen jetzt einfach mal Richtung Norden, Leute. Wir laufen jetzt einfach mal Richtung Norden und lassen einfach mal so diese Open World auf uns wirken. Man muss nicht immer nur Ziele abarbeiten. Man kann auch mal stumpfsinnig irgendwie durch die Gegend laufen und mal gucken, ob wir hier irgendwas noch finden können. So, Kompass wäre natürlich ganz cool, ne? Habe ich jetzt leider nicht. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo Norden ist, aber ich glaube, die Straße führt schon Richtung Norden. Phoenix ist noch aggressiver. Da gibt's noch aggressive Killerhühner. Ich habe Phoenix Rising durchgespielt. Ein mega cooles Spiel. Für alle, die Zelda lieben, spielt auch mal Phoenix Rising an. Von Ubisoft. Richtig gut. Ich sprinte mal ein bisschen. Ja, das hat ja gut geklappt. So. Ach, guck mal. Oh, das ist aber... Also, wir haben zwar ein bisschen Ausdauer dazu bekommen, aber guck mal, wie schnell die auch weg ist, ne? Wie schnell die auch weg ist. Hallo, Taube. Grüß dich. Einen wunderschönen guten Morgen. In jedem Zelda-Spiel gehen die Hühner auf dich los, wenn du sie schlägst. Was, ehrlich? Ich laufe gerne stumpfsinnig durch die Gegend. Ja, naja, was heißt stumpfsinnig, ne? Wir müssen ja auch erstmal so ein bisschen hier alles erkunden. Wir brauchen zum Beispiel... Oh, ein Pferd. Oh, ich glaube, die... Ah, kann das sein, dass sie mich gesehen haben? Ein Pferd wäre natürlich auch mega gut, ne? Wir können auch mal ein bisschen Proviant sammeln, wenn wir schon mal hier sind. So, was habe ich denn hier für Pfeil? Das ist ein normaler Pfeil. Okay, alles klar. Weißt du, so an Essen mangelt es uns jetzt, glaube ich, eher nicht so. Aber egal, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine riesige Aussicht auf jeden Fall. Aha, schau mal. Die haben jetzt auch schon Pferde. Das gibt's doch gar nicht. Da ganz hinten wäre ein Schrein. Ich glaube, den haben wir sogar schon gemacht, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Der sieht uns nicht. Wir sind im hohen Gras. Sehr schön, sehr schön. Der könnte uns sehen eventuell. Okay, nice. Nice and easy. Ach was. Das gibt's doch gar nicht, Little Hope. Echt? Ja, Phoenix ist schon echt gut, ne? Phoenix Rising macht wirklich sehr viel Spaß. So muss der Schule. Little Hope, mach's gut, meine Liebe. Pass auf, wir nehmen mal das Pferd. Das scheint schon gezähmt zu sein, oder? Da kann ich einfach so aufspringen. Oh, oder auch nicht. Okay, das hat funktioniert. Ich habe es gezähmt. Guck mal, da vorne ist ein Schrein. Da werden wir jetzt hinreiten. Der eine Schrein ist blau. Das heißt, da waren wir wahrscheinlich schon mal, oder? Aber der andere ist noch richtig knallegelb. Wir sind hier, glaube ich, komplett im unerforschten Gebiet. Guck mal, links ist aufgedeckt, aber rechts noch nicht, ne? Das heißt, hier muss auch irgendwo noch ein Turm sein, Freunde. Irgendwo hier. Mal kurz anhalten. Ich sehe hier keinen Turm. Also ganz, ganz hinten ist ein Turm, aber der ist ja so krass weit weg. Da laufen wir jetzt nicht hin. Guten Morgen, Zombie-Schlumpf. Grüß dich. Gelb heißt nicht, heißt nicht gemacht, blau heißt gemacht. Siehst du, ich hab's mir schon fast gedacht. Ich hab's mir schon fast gedacht, Leute. So, mal wieder aufsteigen hier auf unser fleckigen Schimmel. Oh nee, es ist nachts, ne? Es ist dunkel. Ja, komm, reite los. Kräht der Hahn hoch. Es ist natürlich jetzt ein bisschen... Ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist? So steile Kanten scheint das Pferd nicht zu mögen. Hallo Matthias, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir reiten mal zu dem gelben Schrein da hinten. Also wir müssen Shrine Hunter machen. Ich glaube, ansonsten können wir es wirklich vergessen. Und Türme. Wir brauchen auch Türme. Wir müssen auch Türme aufdecken. So, da hinten ist der gelbe Schrein, Leute. Vielleicht war das auch mal ein Kampfschrein, den wir nicht gemacht haben. Da ist eine Ziege. Oh, hier ist aber viel Wasser. Da kommen wir, glaube ich, gar nicht. Ist da irgendwo eine Brücke? Nee. Können wir da irgendwie über diesen krassen Fluss drüber? Ich glaube, dieser Fluss ist so eine natürliche Grenze, ne? So, ich gebe mal richtig Gas hier mit dem Pony. Oh Gott. Oh mein Gott. Steig mal ab hier. Boah, diese richtig... Da muss man aufpassen, ne? Wenn die einen treffen, bist du quasi RIP. Da können wir drüber segeln, glaube ich, einfach, oder? Oh, 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 oh. Aber könnte klappen. Es könnte klappen. Ich hoffe, der Strom reißt mich nicht mit. Oh, oh, oh. Oh, easy. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich nehme mal nochmal ganz kurz eine andere Waffe. Warum habe ich eigentlich so viele komische Knüppel dabei? Ich nehme mal diese hier, ne? Die können wir erstmal aufbrauchen.
Was ist das denn hier für ein Glibberschleim, Leute? Den habe ich doch gar nicht gesehen. Hallo, Lissy. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Oh Gott. Oh Gott, alles klar. Ich wollte nur gucken kurz. Ich wollte nur mal kurz am Rechten sehen. So. Sehr gut, sehr gut. Den, Ja, wo gerade dieses Wasser steht. Ich glaube, da sollten wir auch nicht reintreten, ne? Das ist irgendwie so ein dunkles Grauen. Wo auch immer das herkommt. Vielleicht ein Mini-Boss oder so. Vielleicht können wir das irgendwie... Oh Gott, nee, das ist überall das Zeug. Das ist überall. Ich glaube nicht, dass wir das einfach so wegkriegen können. Moin, Geburtstag wegen Corona ist ein einsamer... Als einsamer Single ist echt mies. Oh, Bananjo, hast du heute Geburtstag oder was? Oh, nee. Oh, was ist denn hier? Schau mal. Schwerter liegen hier rum. Pass auf, bevor wir die ziehen, schmeiße ich erstmal so die alten Sachen weg. Auch das hier. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile auch genug Holz, ne? Wir schmeißen mal alles weg. So, alles, was ja, wenig Wert hat. Oder hier, sieh mal. Ausrüstung brauchen wir nicht. Ich hoffe, das Schwert ist richtig. Oh Gott, das Schwert ist ja noch beschissener. Was ist das? Wie viele sind es denn? Oh mein Gott. Das ist aber nicht gut. Ein ganzer Schwarm? Oh, 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 oh. Ich hoffe, der kommt nicht wieder. Wir sollten mal eine Kleinigkeit essen. Ich snack mir mal kurz was rein. Bruder, die kannst du gar nicht alle besiegen. Hier, diese Glibberschleim. Der muss sowieso irgendwann mal weg, ne? Der muss sowieso irgendwann mal weg. So. Und dazu vielleicht noch einen leckeren Apfel. Apfel wäre auch gut. Haben wir, ich glaube, oh, was ist denn das? Eine Maxi-Rübe. Oh, das ist auch gut. Aber damit müssen wir kochen. Damit müssen wir kochen. Und alles Gute zum Geburtstag. Wie alt bist du denn geworden, mein Lieber? Also die Schwerter scheinen hier nicht ganz so geil zu sein. Oh, das hier, ein 12er-Schwert. Das ist nice. Das nehmen wir natürlich mit. Ein verrosteter Schild. Aber der hat nur Stufe 3, glaube ich, ne? Der hatte, glaube ich, nur Stufe 3. Was ist hier im Brunnen? Sollen wir da mal reinspringen? Ah, der ist zugemauert, leider. Der ist zugemauert, der Brunnen. Ist auch an jeder Ecke was zu finden, ne? Eine 5er Hellbade. Ist jetzt nicht so nice, aber zum... Weiß ich nicht, so zum ab und zu damit ein bisschen rumspielen ist das schon okay, ne? So, da vorne ist der Schrein, Leute. Wir sind gleich da. Natürlich richtig dunkel. Ein Holzpfeil. Auf den Wiesen sind ab und zu... Oh Gott, nee. Okay, der Schwarm zerstreut sich, wenn wir drauf schießen. Das ist gut zu wissen. Hier, sammeln wir mal kurz die Fledermäuse ein. 35! Die 40 kommt näher. Eieiei, fühle ich. Ich bin ja auch schon 37 mittlerweile, ne? Bin richtig alter Sack schon. Oh, guck mal, ist das ein Händler? Soll ich mal mit dem reden? Ich wäre auch mal wieder 35 gern. Wie alt bist du denn, Epster? Hau mal raus! So, wie geht's dir? Gibt es Verwundete? Grüß dich! Und Händler, oder? Lofella. Mir war das Vergnügen nie vergönnt, aber an der Quelle der Weisheit soll ein großer Geist namens Naydra hausen. Es heißt, er sehe so aus wie ein Drache, aber das scheint mir dann doch etwas zu weit hergeholt. Alles klar? Nilly, ich muss anfangen zu arbeiten. Nilly, das gibt's doch nicht. Heute ist Freitag. Kannst Stunde später anfangen. Ja, okay, ich verstehe das schon, Nilly. Viel Spaß auf der Arbeit! Alter, das war aber ganz knapp, ne? Das war aber ganz knapp. Ich habe es nur anfliegen hören. Ich hatte gar nicht die Hand am Controller, weil ich gerade Kaffee trinken wollte. 53, das ist auch perfektes Alter. Ist doch gar nicht so schlecht. Da brauchst du keinen traurigen Smiley dahinter machen. Ey, ich treffe halt einfach nichts. Alter, guck dir das mal an. Da ist der Drache. Krass. Da ist der weiße Drache, Leute. Ey, das ist cool. Also da haben wir was Neues entdeckt. Da gehen wir auch gleich hin. Aber zuerst machen wir den Schrein. Den Vagokata-Schrein. Los geht's, Freunde. Ab rein da. Oh, ich hoffe, das ist kein Kampfschrein. Falls doch, ist der, glaube ich, noch in der Nähe des Anfängergebietes. Ich glaube schon, dass wir den besiegen werden, oder? Wir schaffen den Schrein.
Ich würde sagen, da gibt es jetzt erstmal natürlich, wie eigentlich für jeden, für Bananjo, erstmal ein Geburtstagslied, oder? Wollen wir losstarten? Okay, bist du bereit? Banana, bist du bereit? Hast keinen Kampfschrein, oder? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Vago Kata. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Die Stahlbrücke, Vago Kata Schrein. Was ist, wenn ich Nein sage, singe ich trotzdem. Okay, es geht los. Banana Joe, dieser Song ist nur für dich. Mi, 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 mi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Bananenjoe. Happy birthday to you. Alles Gute zum 35. Geburtstag, mein Lieber. Lass es dir gut gehen. Eieieiei. So, Leute, jetzt machen wir aber diesen Schrein. Die Stahlbrücke. Okay, also, was haben wir? Wie sieht's hier aus? Was können wir hier machen? Hier können wir doch hochklettern, oder? Ich glaube, ja, da ist auch eine Kiste, Leute. Geh da mal kurz hoch. Ausdauer müsste auf jeden Fall reichen. Vielleicht können wir uns sogar noch einen Sprung leisten. Ja, easy, easy. Okay, ich muss wirklich sagen, der Schrein ist wirklich sehr leicht, ne? Also, wenn das hier die Herausforderung ist... Ein Bernstein. Ja, gut. Also, ich meine, der Loot ist jetzt nicht ganz so geil hier drin, ne? Das ist die Stahlbrücke. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir da rüber? Da vorne ist auf jeden Fall schon mal Stahl. Ich versuche mal, Magnet zu nehmen, ne? Stahl und Magnet könnte eigentlich gut zusammenpassen. Oh, ein Torten-Emote ist eine gute Idee, Vanessa. Ich habe noch ganz viele Emote-Plätze frei. Oh, da komme ich aber nicht hin, ne? Da komme ich aber so nicht hin. Das heißt, wir müssen erstmal wahrscheinlich... Pass mal auf. Wir machen mal Folgendes. So, ich baller den da mal rüber. Wie kann ich den nach vorne bewegen eigentlich? Ach so. Oh. Alles klar, das war der falsche. Das war der falsche Knopf. Es gab doch irgendwie eine Möglichkeit, die nach vorne zu bewegen. Nicht nach oben und unten, sondern nach vorne. Wie ging das denn? Kennt einer zufällig die Taste? Oh nein, mein Holzpfeil! Kennt jemand die Taste zufällig? Ich weiß es jetzt nicht. Aladdin jetzt hier einfach mal hin. Brust-Emote auch noch? Nee, gesoffen wird hier nicht, Leute. Brust-Emote gibt's nicht. Alter, guck dir das an. Hier, richtiger Herkulink. Ein richtiger Herkulink. So. Und den letzten auch noch. Wie ging das denn mit dem Abstoßen? Welche Taste war das denn? Oh, ach du Elend. Das steht ja auch nicht da, ne? Ausziehen. Ach hier. Ja, sicher. Ich hab's gefunden. Alles gut, Leute. Ich hab's gefunden. So. Dann wollen wir nochmal hochklettern hier. Eins, zwei, drei. So. Und jetzt müssen wir uns natürlich hier mit diesen Teilen eine Brücke bauen, ne? Jetzt müssen wir uns... ich hab... Alter, eine Brücke bauen. Ja, zum Anstoß und Glück wünschen. Pfeil hoch, alles klar. Hab ich hinbekommen. Jetzt müssen wir mal schauen. Also das Teil ist ja hier nicht sonderlich lang, ne? Das heißt, wir müssen das in zwei Schritten machen. Also ob wir es müssen, weiß ich nicht. Aber ich mache das in zwei Schritten. Das heißt, wir packen das erstmal hier in die Mitte. Ja, wir dürfen jetzt natürlich hier auch nicht raus, ne? Das muss jetzt irgendwo mittig platziert werden. Ich hoffe, das passt hier. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Bin ich ja mal ein Problem, ne? Das ist halt echt nicht lang, dieses Teil. Es ist wirklich nicht sehr lang. Wir dürfen hier auch nicht runterfallen, sonst kommen wir hier nicht mehr hoch. Weißt du, wie ich meine? Na, das wird ja was. Na, das wird ja was. So. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Okay, der passt auch. Das Ding ist, ich glaube, das ist einfach zu weit weg. Das ist einfach viel zu weit weg. Da kommen wir doch niemals rüber.
Aber ich kann, glaube ich, auch den ganzen Stapel gleichzeitig bewegen. Wenn ich den untersten vorsichtig ziehe, könnte das klappen. Halten die nicht an der Wand wie neulich? An der Wand? Glaub nicht, oder? Glaub nicht, dass du die an die Wand klatschen kannst, oder? So, pass mal auf. Ich leg den jetzt mal ab. Ganz langsam, geschmeidig, mit Gefühl. Dann wollen wir doch mal gucken. Ich bin so dumm. Ich bin so doof. Wir machen das ganz anders. Wir machen das ganz anders, Freunde. Mensch. Also. Eieieiei. Weißt du, manchmal sieht man halt den... Manchmal macht man sich's einfach viel zu kompliziert. Würfelturm. Wir machen das ganz anders, Leute. Wir machen das ganz anders. Man macht es sich halt einfach viel zu kompliziert. So. Der kommt da drauf. Der kommt da drauf. Und der kommt auch noch oben drauf. Quasi als Leiter noch. Weißt du, wie ich meine? Ich wollte jetzt erst versuchen, das hier, so eine Brücke halt zu bauen. Aber ist ja Quatsch. So, kann ich das irgendwie auch drehen, das Ding? Nee, ne? Kann ich das irgendwie drehen? Ja gut, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, ehrlich gesagt. Das hat jetzt irgendwie nicht so gut funktioniert. Hallo. Hallo. Hallo, Bommel. Wie geht's, wie steht's? Wir müssen das jetzt irgendwie als Leiter da platzieren. Ohne, dass es runterknallt, ne? Das ist so ein bisschen anschrägen. So. Das heißt, der Würfelturm, der muss auf jeden Fall nochmal einen Meter nach vorne zu uns hin. Au, oh, Alter. Selbst erschlagen von dem Teil. Oh mein Gott. Ganz langsam. Oh nein. Jetzt ist er umgefallen. Mach's mal hier so hin. Mach's mal hier so hin. Ich wusste, dass das passiert. Dass er auf mich drauf fällt, das ist dein Ernst, Dani. Wie kannst du sowas wissen? Ist dir das auch passiert? Komm, hau mal raus. Ist dir das wirklich auch passiert mal? So. Ob sowas passiert immer nur mir. Ich weiß auch nicht, womit ich das verdient habe. Okay, ein bisschen nach vorne. Das sieht sehr gut aus, Freunde. Das sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt kann ich es nicht richtig drehen. Ich glaube, das brettert mir runter, wenn ich das... Weißt du, wie ich meine? Oh, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr! Ich lasse jetzt mal einfach los. Mal gucken, was passiert, Freunde. Oh, boy. Das ist gut. Das ist gut. So funktioniert das, hoffentlich. Nee, ist mir nicht passiert. Hey, warum kann ich hier nicht hochklettern? Ah, jetzt. Easy! Das haben wir geschafft, ne? Das haben wir geschafft. Nein, das ist mir nicht passiert. Aber das lange Teil ist das erste Mal so knapp an mir vorbeigefallen. Ey, dass du das alles noch weißt, ne? So, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Jetzt muss ich nur noch versuchen, hier die Treppe hochzulaufen. Das ist die schwierigste Challenge an dem ganzen Schrein. Hallo Chris, grüß dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Und Black Panther, hallo. Habe ich irgendwie vergessen zu begrüßen. Schreib's mal in den Chat rein, Leute. Das ist niemals Absicht. Lumper, hallo. So, Freunde, haben wir geschafft, ne? Dienst ist erfüllt. Sehr gut, okay. Das machen wir jetzt. Ich möchte noch mindestens 3 Schreine grinden. Ich würde gerne noch mal ein bisschen... Also ein Herz würde ich gerne noch mitnehmen, ne? So 1, 2 Herzchen. Ich weiß gar nicht, ob man die Schreine machen muss. Es gibt bestimmt so Hardcore-Spieler, weißt du? Die starten dieses Spiel, haben 3 Herzen
und rushen komplett durchs ganze Game, ne? Oder? Gibt es solche Leute? Gibt es solche Leute?